Was hast du da? Ach so, Pfefferminzchen. Ja. Baby Norster. Und da weiß ich den Namen nicht. Was, aber das bezahlt? Sieht super aus. Pro Stück 1 Euro. Okay. Gott sei Dank. Schönen guten Tag, wir gehen heute endlich wieder in die Bonner Rheinaue. Viel Spaß. Ach, guck mal hier, Goldfieber. Was da? Goldfieber. Das hat mein Bruder gerade vom Parker. Ah, Goldfieber. Soll ich mal gucken? Oh, es ist zu groß. Es ist so. Ach, es ist ja nicht schlepp. Jetzt ist es. Ja, 24. Meistens, ja. Sieht komplett aus. Was soll das kosten? Sache wert. Vielleicht das, was sie haben möchten. Zwischen 4 und 5 Euro. Ah, oh, ist ein Abriss. Wie sieht hinten aus? Kann das ruhig aufmachen, ne? Ja, ich habe schon mal reingeguckt und sieht eigentlich recht komplett aus. 4, 5 Euro. Ja, machen wir 4? 4 Euro. Ja, ja, dann nehme ich. Altes Schätzchen. Ja, ich habe sogar passend. Jawohl. Wunderbar. Dankeschön. Ich danke. Natürlich clever. Das Größte direkt am Anfang kaufen. Ja. Ah ja, super. Moment. Moment. Ja. Dankeschön. Danke. Tschüss. Mein Bruder hatte dieses Spiel, ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern, aber ich habe mir gedacht, für 4 Euro kannst du es mitnehmen, sah relativ komplett aus. Und wenn nicht, kann man es bei eBay nachkaufen, was fehlt. Jetzt hat mir der Lindenstraßenstaffel angefangen, ja, da siehst du das auch, herrlich. Jetzt halt mal. Nein, ich bin zu viel. Ne? Genau. Mhm. Warte, wie geht das? Ach, sowas. Ja, ja. Alles klar, alles klar. Ich weiß. Entschuldigung, was wollen Sie hierfür haben? 3 Euro. Zwei? Zwei. Tut mir leid. Ich bin gespannt, was Sie erzählen müssen.
Ich habe mir hier nochmal dieses alte Playmobil-Piratenschiff angeschaut. Das hatte ich damals in meiner Kindheit, aber es fehlte einfach viel zu viel. Und die Dame wollte auch noch 15 Euro dafür haben. Das war mir da zu viel für diesen Zustand. Ariane hat sich dann in der Zwischenzeit dieses Bettchen gekauft, was ihr da gesehen habt. Das ist von den Keepers, kann ich bisher auch noch nicht. Ich muss mal gucken, was hier wir haben. Was hier neben den Pfeilen. Was ist denn das für einer? Ich kann leider nicht sehen. Ist auch so eine Kiste. Das ist Michael. Das ist schon gedacht. Aber da ist schon irgendwas gebrochen. Der Besitzer hier. Gehört der Stand? Ich habe keine Ahnung, wo der Juni ist. Hallo. Was Hallo. Hier so einen Teil? Was soll das kosten? 5 Euro. Das wäre nicht mehr vollständig. Ja. Das ist voll. Ja, können wir machen. Machen wir. Ich hatte schon länger drauf gehofft, mal was von Star Wars zu finden aus dem Bereich Micro Machines. Bisher leider noch nicht, aber jetzt endlich. Ist vom Zustand nicht so schön, aber für 5 Euro habe ich gedacht, kannst du mitnehmen. Ja, die zwei Sachen, die du in der Hand hast. 15 Euro. Ja, ich guck mal ein paar raus. Ja, ja, kriegen wir schon mal. Ich mache nicht mehr. Ich habe mir dann noch diesen Snakeman Mechanic mitgenommen, also eine Snakeman-Variante. Fand man früher doof, diese Varianten, aber heutzutage freut man sich, sowas mal auf dem Flohmarkt zu finden. Ja. Ich glaube, das ist so toll. Ah, da hat er was. Da war es mit Knie. Playmobil. Ariane hatte noch den Ramen von der Moto 2000X, da fehlte allerdings die Hand. Ist auch Power Ranger, ja. Was ist das hier? Das ist Ramen. 2000X'er. Hm? Aber guck mal, ah ne, das ist abgebrochen. Guck mal her. Guckst du? Das ist abgebrochen. Schade. Cool. Was ist das? Ich weiß nicht. Das sieht cool aus. Ich wollte wissen, ob du das kennst. Irgendwas kann man damit, glaube ich, machen, aber das sagt man nicht. Ich weiß auch nicht. Neon. Das wird 90er sein, ne? Willst du mitnehmen? Ich weiß nicht. Sonst noch was? Ja, für mich nicht, ich dachte an dich. Ach so. Wegen den Autos. Nee, dann schaffst du es immer älter. Ja, sonst, der wird immer hier. Oh, da ist eigentlich nur Schrott drin. Ach, glaube ich. Hätte ich gedacht. Bist du? Nein? Nee. Hm? Ich habe noch meinen Disclaim. Oh. 5 Euro hatte ich ihm gesagt. Genau. Achso, Sie haben. Ja. Achso, alles klar. Ach, warte, ich komm mal runter. Ich muss mal von da Das ist irgendwie. Ja, komm raus da.
ist das? Tonka Kiep. Ah, Himmel. Okay. Hab ich noch nie gesehen. Dass da für Zuge gibt, ne? Aber da gehört auch ein Schlüssel zu dem. Aber ich war mir nicht 100% sicher, aber ich hab gedacht, komm, müssen. Ja, na ja, klar. Hab ich mal eben hin. Was ist das? Das ist aber auch ein okay. Für die Sachen hier? Ja, 5, 6. Weißt du, 7 Euro? Ja, mach mal. Cool. Ja. Besten Dank. Danke auch. Tschüss. Soll ich mir eine eigene Tüte holen? Können wir das? Ja, mach da. Dann zu den kleinen Sachen da rein. Und diese Mattel Attack Packs gab es dann auch noch. Einmal diesen hier. Und diesen. Der kleine Gegenstand, in den ich dann noch hingelegt hatte, als ein Konkurrent versuchte, an die Sachen ranzukommen. Das war von Lego, von den Lego-Piraten. So ein kleines Fass habe ich für den Benny mitgenommen. Ich hatte mal gedroppt, kurz hier gucken. 3 Monate. Ja, ich habe einmal eine Reportage über die gesehen. Das hat mir gereicht. Seitdem, ja. Seitdem, Wenn ich in Händler stand, da schaue ich immer mal wieder gerne nach den PS1-Titeln, aber er hat nicht mehr so viel, wie es mal war. Generell waren wir diesmal ein bisschen später als früher auf der Rheinaue, deshalb haben wir den großen Run um die Videogames diesmal nicht mitbekommen, haben uns da mal auch bewusst rausgehalten. Haben nicht viel gehört. Wir wissen von einem Bekannten, der hat da ein paar Sachen gefunden, auch schöne originalverpackte Sachen hat er mitnehmen können. Herzlichen Glückwunsch, gönne ich dir, ja, weißt du ja. Allerdings kam es dabei zu einer komischen Situation. Er wurde nämlich von Konkurrenten verfolgt, bis er sich in seinen Wagen retten konnte. Das ist schon, nimmt schon komische Züge an, so langsam. Ja, was meint ihr, was die von dem wollten? Gratulieren? Ich weiß nicht. Also wie gesagt, das nur mal, um nochmal zu zeigen, wer inzwischen mit in diesem Sammelgebiet Games aufgetaucht ist. Das alte Boot hatte ich früher als Kind. Du Gott, da war ich 3 Jahre alt oder so. Ja, das kenne ich. Das krass. Ist älter noch, das Spielzeug. Ja, 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 das alte. Guck mal, der ganz alte Kikis hier. Boah, guck mal, dieser Rennwagen. Ja, der ist auch gut. Auch so ein 60er. Big Jim. Mitfahrt. Der Camper. So einen hatte ich mal von Barbie, so einen cool. Camper aus den 70ern vollständig. Aha. Den habe ich mal verkauft. Ja, so ein Fahrzeug von Big Jim, das ist jetzt nichts, was mich interessiert. Big Jim ist ja, glaube ich, eher so 70er noch, also vor meiner Zeit. Ja, 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 gut. Das aber heute wissen die, dass heute passiert sowas gucken, nicht. Ja. Hm? Ja. Das ist doch alles Primo. Gehört das dazu? Zufällig? Das ist auch von Playmobil, das ist aber neu. Und, achso. Welchen? Ja. Soll er kosten? Noch einen? Ja? Okay. Dann nehmen wir den. Ja, genau, ich tue es in klein. Okay, ich höre hier. Dankeschön. Danke. Ein Fahrzeug von Playmobil Space, also Playmobil im Weltraum, habe ich nur an den Rädern erkannt. Benz? Ja. Das ist aber neuer. Guck mal, das ist so halb transparent. Okay. Andere, das hatte ich gesehen. Ah, so. Die ist 80er hier. Die ist 80er. Okay. Pippi Langstrumpf. Oder so. Weiß ich. Wie sieht's aus? Ach, guck mal, Osterhase. Aber auch neuer. Mhm. Ja, aber wir sind auch schon 10 Jahre alt. Was bitte fällt mir? Der Tester ist ein vor. Hier, das ist was für dich. Was denn? I love Golf. Ja, klar. Als bekannter Golfer. Ach. Ich glaube, dann habe ich die komplett wenig gemacht.
Ich habe den Elefanten und die Maus. Mhm. Die habe ich noch nie gesehen. Ich wusste nicht, dass es die gibt. Tut mir leid, aber die ist leicht. Ja, ja. Vielen Dank. Einen schönen Tag noch. Tschüss. Ariane kann hier ihre kleine Sendung mit der Maussammlung so ein bisschen vervollständigen. Hatte ja die Maus schon und den Elefanten und jetzt eben dann auch die Ente. Absolut. Was denn da? Battlefront Atlantis. Hätte sein können. Ja, ja. Sailor Moon. Ja. Keine Videokasse. Ich habe einen Richie-Rich-Film. Nee. Den echt Film, oder? Ja. Den hast du den mal gesehen? Ach, ja, ja, genau. Mit Bigboxen habe ich es jetzt nicht mehr so. Also da suche ich nur noch ein paar spezielle, die mir noch von früher fehlen. Aber ansonsten brauche ich die jetzt nicht unbedingt. Das Star Wars Battlefront, was da zu sehen war, das war auch später weg. Mario Kart. Hier. Triffste Mario Kart. Na dann, für 30 Euro ist deins, ne? Steht's drauf? Ne, weiß ich nicht. Frag, aber... Weißt du? Keine Ahnung, weiß ich nicht, was das kostet. Aber wir können halt mal gucken. Ja, ich hab noch so viel. Ah, es ist leer. Ja, das hat gut so. Ja. Das hatte ich, glaube ich, letztens mal in der Hand, was 3 Euro kosten sollte, ne? Ein bisschen verwaschen. Ja. Das war alles mal nass. Frieden. FIFA. Habe ich diese PS2-Spiele? Dieses Singstar Disney und so. Irgendwo. Also, du brauchst schon was her, ne? Ja, ja. Ich habe dann irgendwo noch so zwei von diesen Move-Controllern. Move-Controller, ja. Ja, gefunden und wollte dann irgendwann mal einen Set machen, aber ich habe dann irgendwie vergessen. Das hätte ein dröftes Mario Kart werden können, aber war ja leider nichts drin, aber macht nichts, wir haben ja noch ein bisschen was. Hierfür konntet ihr bis jetzt teilnehmen, das werden wir jetzt dann auslosen, das heißt ab morgen im Community-Bereich hier auf dem Kanal werdet ihr dann sehen, wer bekommt das Teil von uns kostenlos zugeschickt. Ab heute bis zu der Folge mit dem Edelmann, die als nächstes auf euch zukommt, habt ihr die Chance auf folgendes Mario Kart. Ja, die Super Nintendo Version könnt ihr diesmal abstauben. Auf der Rückseite ist so ein kleiner Abriss, da stand wohl mal eine Adresse drauf. Als Ausgleich für diesen Zustand lege ich euch noch die Anleitung dazu. Was müsst ihr dafür machen? Wie immer Hashtag Driftes Mario Kart in die Kommentare unter dieses Video. Dann bitte das Video liken und das Video bitte mal teilen. Wo ihr das Video teilt, bleibt euch überlassen, ob ihr jetzt, weiß ich nicht, der Oma über WhatsApp schickt oder im Gästebuch von, was weiß ich, vom Taubenzüchterverein oder so, ist vollkommen egal. Es sollte nur, wenn ihr dann ausgelost wird, noch irgendwo ersichtlich sein, wo ihr das gepostet habt, sodass wir das nachverfolgen können. Ja, und das war's. Wie gesagt, Zeit bis zum Edelmann-Video und danach lassen wir den Comment-Picker wieder drüber laufen und posten den Gewinner oder die Gewinnerin dann wieder in unserem Community-Bereich auf dem Kanal. Ein leckerer Bienenform. Ja, guck mal, ein Bienenkatalog. Ich werde es nicht. Ein Neckolet. Lass mal gucken. Morgen. Was soll der kosten? 2 Euro. Ja? Schnell, der Bienenkatalog, glaube ich. Nicht. Der Schlumpf. Brauchen wir eine zweite? Eine Zeckenzange? Ich hab doch nur diese Notfall. Zum Glück nur ein Fleischstück, das ist gut. So was kaputt geht? Was denn? Keine kaputt. Ja, wenn Batterie leer. Maximal. Mann, sind die 3 hier für 5? Ja? Okay. 1 Euro. Ich weiß nicht, was ich mir nicht für die anderen Kataloge für Spielzeug aus dem Ei. Was denn? Ja, vor allem. Ja gut, den Verschluss je nachdem. Ja, ich mal geben. Dankeschön. Warte mal, ich muss merken. Zeig mal den Verschluss. Thank you.
Ein Euro. Komische Tier. Ja, dann nehme ich den auch noch mit. Eins, zwei oder drei. Guck mal, hier. Ja, ist das ein Moorhuhn? Ist das ein Moorhuhn oder was? Was? Ist das ein Moorhuhn oder was? Ein Euro, ja. Das sind dann 2 Euro. Ich weiß nicht, ob das ein Radio, oder? Oder was ist das? SN? Hm. Ja. Stille Minute. Was ist denn das? Also für mich nicht. Nee, ja, für mich auch. Okay, nee, hier, immer hier, das ja, ist so schief hier dran. Siehst du das? Da ist irgendwas dran verschoben. Deshalb weiß ich nicht, ob sowas kaputt gehen kann. Das muss man wahrscheinlich auseinandernehmen müssen. Hm? Ja, aber sieht tatsächlich ein bisschen schief aus. Was soll denn kosten? 1 Euro. Ja? Ja, komm, nimm sie mit. Ja? 99 Nintendo. Warte mal. Ich hab. Hast du? Ja, ich hab doch hier okay. Von meiner Freundin. Und für die Uhr? Nur für die Uhr hier. Auch noch der für die Euro Uhr. Hierfür. Ja, ich hab jetzt gerade. Das war hier das Tierchen. Das Tierchen. Ja, ja. Wollen wir es richtig machen? Betuppen wollen wir so nicht. Ich bin ein einnehmendes Wesen. Das ist richtig, das ist ja gut. Dankeschön. Danke auch. Danke. Viel Erfolg noch und einen schönen Tag. Das ist die Armbanduhr von Pokémon, die Ariane sich da mitgenommen hat. Muss ein bisschen was dran getan werden. Hier oben fehlt ein Stück. Und natürlich, die Batterie muss gewechselt werden. Aber für 1 Euro, denke ich, kann man die mitnehmen. Ist von 99. Ihr hattet gesehen, ich hatte einige Price Guides mitgenommen, die veralten natürlich sehr, sehr schnell, aber man kann so eine gewisse Tendenz schon mal raussuchen. Man kann schon mal schauen, was ist anscheinend seltener, was ist gefragter als andere Dinge, auch wenn die Preise nicht mehr stimmen. Einmal habe ich hier zu den Beanie Babies einen mitgenommen, einen von McDonald's, da bin ich sehr drauf gespannt, weil für mich ist das Brüll eigentlich. Ne? Und einen von den Schlümpfen. Den gab es auch noch, der ist von 1, 2 oder 3. Da hatte ich auf Instagram schon mal kürzlich ein Bild gepostet, da hatten wir schon mal 2 von denen gefunden. Was hat 9? Ach Gott, alle Technik. Ne? Die sind vor in der Zeit meines Bruders, ne? Ja. Das sind komplett alle beide, die sind in der Tüte reingefallen. Die sind aber alle beide komplett. Ja, ich wollte nur gucken, welche das sind, aber die sind, glaube ich, früher 80er oder so, ne? Ich glaube, mein Bruder hat das noch nicht gespielt. Ja, hier sieht man wieder so ein großes Problem. Ne? Das sind alte Sachen, natürlich in OVP, aber die OVP, die ist echt für die Tonne, finde ich jetzt. Ja, also mit diesen ganzen Klebestreifen drauf, glaube ich, da ist nicht mehr viel zu retten. Das ist dann schade. Ne? Das ist schön, es ist alt und wäre das ein schöner Zustand, wäre sowas wert, aber so. Nein. Harry Potter, ne? Kühlerstand. Was denn? Oh. Ein Anubis, aber. Ein bisschen Farbe dran. Das ist eigentlich nicht schlecht, aber irgendwas fehlt da und da ist das Ohr kaputt. Ganz Sardinio. Ja, die habe ich auch mal gesehen. Früher. Ja, das war's dann schon wieder für heute. Denkt ans 12. Mario Kart, teilen, liken, kommentieren. Und ich drücke euch die Daumen und sage mal bis zum nächsten Mal. Bis dann.